Ah, jetzt muss ich das da lassen. Da haben wir in deine wir definieren uns die Funktion. Ist das nicht Fehl wird immer der Funktion machen. Ich meine, kannst du auch in den Mittleren Fehlern machen. Aber da jetzt noch so ein Zeitfoto. Der Fehl und Abstand über. Test. Geht das? Können wir nicht ausprobieren. Wir müssen nur hoffen, dass es geht. Das geht genau gar nicht, aber egal. Es ist nicht zum Verstärken, es ist für die Aufnahme. Ah, okay. Deshalb wissen wir es ja auch nicht. Ja. Neue Nintendo. Ja. Gut, grüß euch. Ich bin der Richard. Achso, jetzt sagt man gar nichts. Ich muss mich gleich entschuldigen, das ist nicht mein Laptop. Aber da mein Laptop nur HDMI hat, haben wir ein Problem. So, es geht um Linux-Container. Mal ganz kurz, wer ich bin. Also wie gesagt, ich bin der Richard Weinberger. Ich mache sehr viel Kernel-Entwicklung, habe auch eine Firma, wo wir eben prima machen wir Linux-Entwicklung und Low-Level und Security und Virtualisierung und Ähnliches, aber es geht heute primär um Container. Frage Nummer 1, wer kennt die Container, also Linux-Container? Okay, wer hat sie schon mal verwendet? Gut. Na, weil es ist spannend, der Talk, den wir drinnen, ist halt unter dem Track Admin, einiges mehr für Entwickler gedacht. Also umdreht, also Admin und Dev, die Farben stimmen nicht. Also okay, weil es ist halt zuerst mehr nicht, warum die so cool sind und wie man die hernimmt, sondern mehr, wie sind die implementiert und wie genau und weshalb.
generell, wenn es Fragen gibt, einfach fragen, weil macht das Ganze ein bisschen spannender. Die Container-Virtualisierung ist eigentlich relativ alt. Das gibt es schon seit vielen Jahren für FreeBSD, die FreeBSD-Jails oder auch die Solaris-Zonen oder auch schon in Linux als Batch die V-Server oder Virtuoso. Das war aber nie im Kernel Mainline, weil man war nicht ganz einverstanden mit dem Konzept und es ist auch immer noch sehr strittig, weil bei Virtualisierung mit Containern hat man ja am selben Kernel den User Space mehrfach. Das heißt, man kann zwar die virtuellen Maschinen sehr eng backen, aber bei jedem winzigen Kernel-Bug kann man die ganze Maschine hochnehmen und alle anderen Container auch runterreißen. Wie gesagt, es hat weniger Overhead als KVM und gesehen, weil es halt, es ist keine Vollvirtualisierung, also es gaukelt nicht einem anderen Computer vor, sondern es ist eine User-Space-Virtualisierung mit einem Shared Kernel, sagt man. Natürlich, man kann in einem Container auch eine komplette Distro formen. Das machen vor allem die Massenhoster, wenn man einen Linux-V-Server kauft, dann ist es meistens so eine Container-Virtualisierung. Oder man kann auch eine einzelne Anwendung containerisieren. Das macht man vor allem mit Docker und Ähnlichem. Das hat dann auch den Vorteil, es gibt viele Anwendungen, die sind mäßig bis schlecht programmiert und setzen voraus, sie laufen auf einem gewissen System alleine. Zum Beispiel, die binden sich an alle verfügbaren Adressen und wenn man dann denen den Container gibt, dann kann man das schön abstrahieren. Ja, wie schon vorhin gesagt, Container gibt es schon relativ lange. Für Linux seit ungefähr 2000, aber ist eben nie Mainline gegangen, weil bei V-Server war halt das Problem, die haben ein paar Hacks verwendet, ging gut für ihren Use Case, aber nicht generell. Virtuoso war lange proprietär, ging dann Open Source als OpenVZ. Da ist nur das Problem, die haben am Kernel echt massiv was geändert. Deren Batch hat mehrere Megabyte und geht nie im Leben upstream. Und es war immer generell der Konsens, wenn man virtualisieren soll, dann bitte gescheit. Aber man hat sich dann doch durchgerungen, man will ja doch eine Virtualisierung haben auf Containerbasis für Linux und hat dann angefangen mit diesen Namespaces. Ich werde dann ganz genau erklären, was ist ein Namespace und Ähnliches. Aber inzwischen haben wir das meiste Mainline. So. Es geht es darum, was ist ein Container und wie ist der implementiert und was braucht man da alles. Man hat sich dann Gedanken gemacht, was muss der Kernel an Interfaces anbieten und an Mechanismen, dass man so einen Container haben kann. Das heißt, was muss der Kernel anbieten, dass man eine weitere Instanz vom User Space starten kann. Also noch ein Init und dass halt rein alle Prozesse eine Gruppe sind und glauben, sie hätten den Kernel für sich alleine. Da hat man sich gedacht, okay, man implementiert einen Namespace. Also Namespace ist ein Namensraum, wo kann man also Ressourcen voneinander abkoppeln. Und da gibt es jetzt mehrere Arten von diesen Namespaces und je nach Container-Implementierung werden mehr verwendet oder auch weniger. Das wäre dann auch näher noch erklären. Wenn man es mal googelt nach Linux Container, gibt es mehrere How-To's und tolle Sachen, wie man das alles machen kann. Die älteste Variante sind die Linux Container, LXC, ist ein bisschen blöd mit der Namensgebung. LXC kommt eigentlich von IBM und wird aktuell von Ubuntu fortgetrieben, weil die haben beschlossen, sie virtualisieren primär mit Container, im Gegensatz zu Red Hat und SUSE, die auf KVM setzen. Dann gibt es einen Container-Treiber für Libvirt. Es gibt nämlich Docker, das kennen alle aus den Medien. Docker ist toll und super. Und dann gibt es auch von Systemd ein cooles Tool, das ist mehr gedacht zum Systemd-Testen. Das ist Systemd-NS-Spawn, aber wenn man quick and dirty in den Container hochfahren will, ist das recht fein. Ist aber mit Vorsicht zu genießen. Nun, was ist jetzt so ein Namespace? Das ist einmal rauskopiert aus der Mainpage. Man kann Systemressourcen abstrahieren. Ja. Welche Ressourcen man abstrahiert, werde ich jetzt gleich genauer erklären. Aber mal ein Beispiel. Wenn man unter Linux ein Programm ist und dann kann man nachschlagen, was gibt es für Prozesse. Dann sieht man eine ganze Prozessliste. Wenn man jetzt im Linux ist als Container, sollte man tunlichst nur die Prozesse sehen, die zum eigenen Container gehören und nicht gar alle. Dann gibt es nämlich einen Prozess-ID-Namespace. Das heißt, ich sehe nur Prozesse, die auch zu meinem Container gehören und darf halt nur da auch ein Sig-Kill hinsenden.
Und wir haben jetzt folgende Namespaces. Wir haben den UTC, IPC, Mount, PT, Network und User. Also UTC ist der simpelste, das ist das Unix Time Sharing. Das ist einfach nur, dass man nämlich im Container einen anderen Hostnamen setzen kann. Weil der Container glaubt, er ist alleine am Linux, führt den Befehl Hostname auf, setzt den Hostnamen, aber der Hostname ist dann nur gültig innerhalb von dem Container. Dann selber eben für den Domainname, aber das sind nur zwei winzige Attribute, aber die hat man auch abstrahieren müssen. Also von dem die Implementierung hat nur ein paar Zeilen C-Code. Dann IPC, wir haben ja unter Linux Semaphore, Messaging und ähnliches. Natürlich sollte man innerhalb von dem Container nur IPC machen können mit Prozessen, die auch zu einem gehören. Weil sonst wäre das nämlich eine Sicherheitslücke, wenn ich zum Beispiel meinen File-Descriptor rausreichen könnte oder ähnliches. Das ist auch noch relativ simpel. Schwieriger war es dann beim Mount Namespace. Den gibt es schon relativ lange, aber jetzt wird er massiv verwendet. Natürlich kann man im Container auch eigene Dateisysteme mounten. Ich habe mein Borg-FS, ich kann Transport mounten und natürlich die Mounts müssen nur für mich privat sein. Weil wenn ich dann plötzlich vom anderen Container was hermounten kann oder ähnliches oder noch schlimmer vom Host raus was mounten kann, ist doof. Die Mount Namespaces haben auch ein paar, ich sage es mal so, interessante Seiteneffekte. Die kann man nämlich markieren als private und public. Wenn es public ist, dann können nämlich neue Mounts in den Namespace reinpropagieren und wieder rauspropagieren. Das nimmt man bei den Containern tun jetzt nicht her, aber das ist sinnvoll bei Use Cases wie dem Systemd. Der macht nämlich pro Service, wenn man es konfiguriert, einen eigenen Mount Namespace, legt dann rein ein Temp an und tut nämlich in das Slash Temp ein Temp FS mounten. So hat nämlich dann jeder Dienst sein eigenes Temp FS. Weil wir kennen ja alle unter Webserver die tollen PHP-Programme, wo es glauben, Slash Temp gehört ihnen und legen da Sachen ab und dann gehe halt ich her als böser Admin und schaue mal rein nach Slash Temp, wo es alles rumliegt und denke mir, ja, wenn da ein zweiter Service auch nach dem schaut, der sieht Dinge, die er nicht sehen sollte. Dann mit Hilfe von Systemd und dem Mount Namespace kann man vom Root-Tree einzelne Komponenten weg abstrahieren. Das ganze Konzept der Namespaces oder halt der Container hat mit CH-Root überhaupt nichts zu tun. Es gibt oft Leute, die glauben, beim Container machen wir einfach ein Change-Root wohin, das ist schon weg abstrahiert. Nee. Weil Change-Root ist kein Sicherheitsfeature. Wird oft so verkauft, aber ist es nicht. Weil im Root darf wieder Change Root machen, kann er nämlich leicht ausbrechen. Ich habe schon vorher kurz erzählt mit den Prozess-IDs, da sieht man es eigentlich am schönsten. Man muss dafür Sorge tragen, dass die Prozesse im Container nur die Prozesse sehen, die auch zur eigenen Containergruppe gehören. Das ist implementierungstechnisch wesentlich komplexer geworden als gedacht, weil eigentlich würde man meinen, ja, ich muss ja nur schauen, ob der Prozess zum Container gehört und den Rest blende ich aus. Nein, es ist viel schwieriger, weil man muss nämlich das komplette Prozess-Hierarchiesystem remappen, weil Unix hat, sagen wir so, einen Designfehler. Init muss PID 1 sein. Das heißt, der Container Init darf nicht haben 512, sondern ich muss dem auch 1 geben, so muss ich alles remappen. Dann sind die Prozess-IDs im Container komplett andere, wie die man dann draußen im Host sieht. Die muss man nämlich immer umrechnen. Dann ist es eben viel mehr als wie nur Scoping. Nun, Netzwerk-Namespace. Natürlich, der Container will ja irgendwie mit der Außenwelt reden. Und der will auch haben seine eigenen Firewall-Regeln, seine eigenen Routen und ähnliches. Es gibt so diesen Netzwerk-Namespace, der sorgt dafür, dass man eigentlich nur vom Linux-Netzwerk-Interface, vom Netzwerk-Stack, eine neue Instanz macht. Früher war das einfach ein Singleton, jetzt kann man sagen, okay, ich mache eine neue Instanz und jeder Prozess kann zu so einer Instanz gebunden sein. Wenn man einen neuen Namespace anlegt für Netzwerk, hat man dann nur ein Loopback-Interface und sonst gar nichts. Es gibt aber mehrere Interface-Typen, zum Beispiel dieses Virtual Ethernet. Das ist also, wie der Name schon sagt, ein virtuelles Netzwerkinterface. Da kann man nämlich dann zwei Namespaces verbinden. Meistens, man verbindet den Container-Namespace mit dem Root-Namespace. Nachher glaubt der Container, der Host ist der nächste Hop und kann dann rausgehen. Das kann man auch für sich selbst verwenden. Und zwar
Man kann mit dem Befehl IP, also ein Paket IP-Route 2, ganz leicht so einen Namespace anlegen. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du ganz viele VPNs hast, startest du nämlich einfach in jedem Namespace dein eigenes VPN, wählst dich da rein, bekommst eine simple Route. Und dann hast du aber diese Route, die du bei VPN hast, komplett getrennt von deinem anderen Hostsystem. Das heißt, es macht nur einfach ein Namespace Enter in mein Firmen-VPN-Namespace. Und machst dann einfach einen X-Term und es ist dann völlig wurscht, ob die Route, die du bekommst, kollidiert mit einem lokalen Netz. Also ich habe da immer so voll viele Namespaces auf, für alle möglichen Firmen, wo ich es machen muss und welche Routen ich da gepusht habe, ist mir völlig wurscht, weil ich habe es abstrahiert. Ich habe dann eh noch ein kurzes Beispiel, glaube ich, irgendwo. Nun, der neueste Namespace ist der User Namespace. Der ist mit Abstand der komplizierteste und der übelste. Wir können jetzt abstrahieren Prozesse, IPC, Netzwerk und Mount, aber der Root im Container ist immer der gleiche Root wie von außen. Wir können ihn eben zwar wegsperren von allen Sachen wie irgendwelchen Programmen und Netzwerkinterfaces, aber er kann zum Beispiel die Maschine rebooten. Wir können einfach diesen einen Reboot-System-Call absetzen und wird dann die ganze Maschine rebooten. Das ist sicher schon mal jedem passiert, der mit LXC rumgebastelt hat und halt aus Versehen dem Container zu viel Rechte gegeben hat. Dann macht er Reboot und plötzlich geht alles runter. Beim User Namespace hat man sich dazu entschieden, man macht auch wieder ein Remapping. Man sagt einfach, okay, eine gewisse Range von User-ID und Gruppen-IDs im Container wird runtergemappt auf ganz normale IDs vom Host. Das heißt, im Container, mein UID 0 ist dann außerhalb der User 1000, also ich. Klingt jetzt relativ simpel, das Problem ist nur, der Kernel war gespickt mit Abfragen, if UID ist 0, dann erlauben wir das oder? Das hat man die Stellen alle finden müssen und reparieren müssen quasi. Jetzt muss man immer abfragen, okay, ist er Root aber im Root Namespace? Wenn er Root ist aber in einem ganz anderen Namespace, dann darf er trotzdem nicht. Zum Beispiel das Beispiel oben ist nämlich der Standard im Use Case, um zu testen, ob das geht oder nicht. Ging früher bei Docker da los und da konnte es dann den Host abschießen. Ja, weil noch vor 2-3 Jahren hat man geglaubt, yeah, Container geht alles super und ja. Es ist das nächste Problem. Ich habe gesagt, man hat nämlich diesen einen Mount-Namespace. Das heißt, im Container darf man Sachen mounten. Man darf nicht alles mounten, zum Beispiel ein Block-Device darf man niemals mounten, aber zum Beispiel man darf einen Bind-Mount machen. Also Bind-Mount heißt, dass man ein gewisses Verzeichnis wohin spiegelt. Also unter BSD bekannt als NullFS. Dann hat man gesagt, ja, das ist eigentlich okay, weil ist ja nur innerhalb vom Container. Und wenn wir haben einen User-Namespace, kann man prüfen, ist er root im Container, okay. Ich kann nichts hinmachen. Aber plötzlich hat man festgestellt, okay, man kann jetzt als normaler User kann man Befehle absetzen, die vielleicht ein System beeinträchtigen. Dann mache ich halt mal 1 Million Bind-Mounts und mein Kernel bekommt keinen Speicher mehr. Also solche Kategorie von Problemen hat man dann plötzlich entdeckt. Oder früher hat man auch gesagt, ja, um das zu exploiten, muss es dann so gut sein. Jetzt musst du auch denken, ja, muss ich der echte Root sein, um das zu exploiten oder langt es nur um UID 0 zu sein? Zum Beispiel eben viele Bugs im Linux VFS, also das ganze Zeug mit Mounten, dass man nur als User ID 0 machen konnte, kann man jetzt plötzlich als normaler User machen. Und da tun die Bugs gleich mehr weh. Aber man hat eh schon viel gefunden und schaut besser aus. Ja, dann werden sicher viele Fragen, haben wir auch einen Namespace für Geräte, also einen Device-Namespace? Nö, haben wir nicht. Weil, das ist schwer zu sagen, man sagt nämlich, man kann vom Gerät, also von der Hardware, den internen State nicht duplizieren oder weitergeben. Jetzt der einzige Nachteil davon ist, zum Beispiel /sys schaut auch in den Container genau gleich aus wie im Host. Du wirst vielleicht später was geben, um das dann halt filtern, aber es kann im Grunde nicht passieren, es schaut nur doof aus, weil viele Tools prüfen nach, was haben wir für PCI-Geräte und im Container hast du per Definition keine Hardware. Aber er zeigt halt wegen des
Denn süß etwas an, er hat da bisher Geräte entdeckt. Das hat schon viele Tools verwirrt, weil die prüfen, was hat ETH0 für einen Driver und ETH0 im Container ist halt ganz anders ETH0, als wäre halt auf dem Host draußen. Und wenn er sagt, ja, ETH0 ist meine Intel-Karte, dann denkt sich der Container-Admin, naja. Frage? Das heißt aber, ich kann GPUs sehr einfach in einem Container verwenden? Sehr einfach im Container verwenden. Es ist immer die Frage, ob du einen Container verwendest, nur um Anwendungen zu kapseln oder ob du wirklich sicherheitskritische Sachen machst. Weil wenn ich die GPU reinreiche, dann habe ich verloren sicherheitstechnisch. Weil die GPU hängt nämlich am PCI-Bus und dann kann ich aus dem Speicher rauslesen, was ich nur will. Gibt es generelle Fragen zu den Namespaces? Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, was bietet jetzt der Kernel an für Interfaces? Da gibt es mal den guten alten Systemcall Clone. Clone ist eigentlich der Systemcall unter Linux, dass ich mich von einem Prozess wegforke. Also forke ist im C-High-Level, da mache ich einen ganz neuen Prozess, halt ich forke mich weg und kopiere alles. Bei Clone kann ich genauer angeben, was möchte ich dann mit einem alten Prozess teilen. Also zum Beispiel B-Threads verwenden die Clone, sagen ja, Virtual Memory kalt immer mit den vorigen. Jetzt gibt es aber neue Clone-Flex, da kann ich sagen, okay, ich spalte mich ab, ich kopiere alles, aber ich hätte doch gerne einen neuen User-Namespace oder einen neuen Prozess-ID-Namespace und ähnliches. Das Gegenstück davon heißt Unshare, das ist sogar ein bisschen einfacher. Da kann ich sagen, ich als bestehender Prozess möchte jetzt für mich einen neuen PID-Namespace. Mach einfach Unshare mit PID-Namespace und fertig. Dann, natürlich, du brauchst auch ein Tool, das du einen Namespace betreten kannst. Das ist ZNS. Zum Beispiel, wenn der Container-Administrator in den Container reinschauen will, weil der will sich nicht in jeden Container über Secure einloggen müssen und das Passwort wissen müssen, weil der Root im Container muss ja nicht er sein. Der macht einfach ein ZNS, tritt halt den Namespace vom Container, macht drinnen ein paar Sachen, also Mount und Pakete updaten und geht wieder raus. Und das ZNS ist verbunden mit dem Proc PID-NS. Da drinnen im Proc-System haben wir dann pro Namespace ein File, zum Beispiel net, UTS und User. Ich kann nämlich ganz fein kann ich sagen, welchen Namespace möchte ich betreten. Es gibt eben eine ganze Reihe von Tools, wo man ein bisschen mit diesen Namespaces spielen kann. Zum Beispiel Unshare ist ziemlich cool. Das ist eben dabei beim Paket Util Linux. Da müsst ihr aber auch aufpassen, das soll relativ aktuell sein. Am besten aus dem Git rausziehen und bauen. Aber mit dem Unshare kann ich sagen, zum Beispiel mit minus U machen wir einen neuen UDS-Namespace, mit minus M einen neuen Mount-Namespace. Kann man ein bisschen rumspielen. Am praktischsten für die Netzwerk-Namespaces und so VPN-Sachen ist das vom IP-Router-Paket, das ist das IP-Net-NS. Das geht her und legst dir einen neuen Netzwerk-Namespace an, kannst ihn auch nach Bedarf betreten und verlassen. Und wie gesagt, da kannst du dann drin Routing haben, was du willst, das wird den Host nicht beeinflussen. Ich nehme das auch oft her, wenn ich was mache am Linux Firewall Stack, dann mache ich einfach Firewalling zwischen mehreren Namespaces, dann mache ich gar nicht lange virtuelle Maschinen booten und kann auf Local Host testen, weil dann wirklich von Netzfilter zum Netzwerk Stack mehrere Instanzen haben. Es ist auch sehr performant, also kann man mal schnell testen, ob mein Firewall-Ruleset geht im Gigabit-Bereich. Dann gibt es das Tool von Systemd, das Systemd-NS-Spawn. Das haben die Systemd-Entwickler gebaut, um Systemd zu testen. Hat den Nachteil, es geht nur, wenn im Container Systemd vorhanden ist. Und das größte Problem ist, es hat kein User-Namespace. Das hat den Grund, weil Systemd damit einfach noch nicht geht. Aber ich werde dann eh später erzählen, warum und weshalb. Ich habe es vorher erzählt, was braucht man alles, um die Container voneinander abzuschirmen. Das machen wir mit einem Namespace. Aber es ist auch bei Virtualisierung generell sehr wichtig, wie kontrolliere ich Ressourcen. Zum Beispiel meine Hostmaschine hat 1 Terabyte RAM, ich starte auf 1000 Container, aber was mache ich, dass wirklich jeder nur einen Teil vom RAM hernehmen kann?
da verwendet man die Kontrollgruppen. Bei den Kontrollgruppen geht es um Folgendes. Da kann ich in den Prozess reintun und alle Kindprozesse, egal ob ich sie wegfolgen oder nicht, bleiben in dieser Kontrollgruppe. Und ich kann dann pro Kontrollgruppe kann ich solche Controller installieren, die dann gewisse Limits enforcen. Meistens nimmt man es her für Memory, sagt man, alle Prozesse in dieser Kontrollgruppe für Memory darf man maximal x Megabyte Raum verwenden. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil in den alten Kernel, das nämlich nur den Speicher berechnet, wo sie brauchen auf der User-Seite. Wo der Prozess braucht auf der Kernseite, kann er bei der alten Kernel noch nicht. Jetzt haben wir zum Beispiel den Memory-Controller, der auch Kernel-Speicher misst. Das heißt, wenn jetzt ein Prozess extrem viele System-Calls absetzt, die nämlich Ressourcen im Kernel allozieren, dann zählt es auch dazu. Selber spiele ich dann auch mit Prozessor, weil man will denen ja nicht unbegrenzt Prozessor geben. Dann sagt man, okay, folgende Container müssen sich den einen Prozessor teilen. Die werden auf den Prozessor hingebunden und haben noch den Teil. Und man kann dann auch noch sagen, mit dem Device-Controller, dass nämlich der Container nur auf gewisse Device-Noten zugreifen kann. Wenn zum Beispiel im Container wäre ein Dev-HDA oder halt Dev-SDA, dann könnte er von der Festplatte lesen. Mit dem Device-Controller kann er das gar nicht. Da sage ich nur, er darf nur auf seine Pseudo-Konsolen zugreifen und sonst gar nichts. Und Dev-Null und Dev-Zero und ähnliches, aber eh klar. Ja, nun, wenn man sich so eine Standard-Implementierung anschaut wie LXC, was machen die eigentlich? Weil im Grunde muss man nur ein paar System-Calls absetzen und das war's. Es ist nicht ganz so leicht, aber es ist relativ leicht machbar. Also man braucht zuerst mal einen Prozess, das ist der Housekeeping-Prozess, der legt einmal für den Container alles an, was er braucht, also sein Root-File-System, das heißt, der mountet irgendein Disk-Image oder macht ein Bind-Mount von irgendwas. Einfach, der muss halt dafür sorgen, dass dann für den Container ein Root-File-System vorhanden ist. Zum Beispiel macht er Docker mit seinen Docker-Images. Dann muss der hergehen und die Netzwerkgeräte konfigurieren, und zwar folgendermaßen, dass er nämlich am Host ein Virtual Ethernet-Gerät vorbereitet, was man dann in den Namespace reinmappen kann. Weil das darfst du nämlich nachher nicht machen, weil danach hast du nämlich deine Rechte. Das muss nämlich außerhalb passieren im Housekeeping-Prozess. Dann legt er eine Konsole an, weil Konsole ist ein bisschen schwieriger, weil wir haben ja keine Dev-Konsole, wir haben nur am Pseudo TTY, das muss man nämlich dann als Konsole vorgaukeln. Und dann fangen wir an, nämlich einen Gastprozess zu forken und den tun wir dann in den Namespace rein, also mit zum Beispiel Unshare oder mit dem Clone. Der hat dann wirklich diese ganzen Namespaces und dieses vorbereitete RootFS als sein Root, da kommt gar nicht raus. Und dann muss er nur noch warten, bis der interne gestartet ist und wartet, bis halt Init terminiert. Weil er zum Beispiel einen Container herunterfahren heißt nur, ich beende alle Prozesse und warte auf Init. Was auch noch etwas mehr Aufwand ist, ist das Anlegen von dem User-ID-Mapping. Da muss man nämlich dann, nachdem man den Containerprozess gestartet hat, muss man den kurz anhalten, dem das Mapping installieren auf der Hostseite und dann kann man er fortfahren lassen. Aber das ist ein Implementierungsdetail, also ich habe sowas schon geschrieben in weniger als 1000 Zeilen C-Code, also es ist relativ machbar. Die meisten Massenhoster implementieren eben sowas selbst für Use Case, die nehmen es nicht her, Docker oder sonst irgendwas, die haben es selber geschrieben, weil es ist relativ simpel und für ihren Use Case konfiguriert, weil die wollen jetzt keine libwirt-Config-Files schreiben oder LXC-Config-Files, die machen das selber. Ja, nun kommen wir zum übelsten Thema eigentlich, Security. Der Vorteil ist ja, von den Containern, ich kann mit wenig Aufwand, kann ich toll virtualisieren, ich bringe sehr viele Container pro Host unter, aber der Grad der Isolation ist relativ schwach. Weil natürlich alle Container haben denselben Kernel drunter. Wenn der Kernel drunter abstürzt, dann ist alles beim Teufel. Und noch schlimmer, bei jeder winzigen Kernel-Sicherheitslücke kann man den gesamten Host hochnehmen. Weil sonst bei KVM oder Xen denkst du, ja, wenn er ganz sich selbst exploiten will, viel Spaß, aber wenn der Kernel geshared ist, dann hat man halt eine viel, viel größere Angriffsfläche.
Und es ist auch ein Riesenproblem, weil bei jedem Kernel-Batch muss man eigentlich den Kernel rebooten. Und genau aus dem Grund fängt man jetzt an mit dem Kernel-Live-Batching, dass die meisten Hoster nicht dann rebooten müssen. Es ist auch so, wenn man den User-Namespace nicht verwendet, ist ja der Root im Container genau der gleiche Root wie außerhalb. Das Problem ist halt, ein User-Namespace verwenden ist mehr Aufwand, weil man muss nämlich auch die Disk-Images vorbereiten und so Virtualisierungstools wie Docker verwenden das einen User-Namespace nicht. Die sagen ja, wenn man zum Beispiel sagen, dass slash proc und slash sysfs im Container nur lesbar ist, kann eh nichts passieren. Oder sie installieren mit SE-Linux oder App-Armor ein paar Regeln, die halt das Script verhindern. Zum Beispiel, dass ich auf proc sys-RQ schreibe, aber das ist immer nur über das eigentliche Problem drüber basteln. Aber ich werde es dann gleich noch genauer erzählen. Und genau, sage ich gerade. Der User Namespace. Problem ist, wenn du hergehst und sagst, okay, im Container mache ich proc und sys nur lesbar, dann bist du mir auf der sicheren Seite. Aber das hat dann wieder das Problem, ganz viele Anwendungen setzen voraus, sie können nach proc und sys schreiben. Zum Beispiel eine normale Linux-Distro, zum Beispiel ein Debian, das wird dann bitterböse, wenn es nach proc nicht schreiben kann. Und genau darum gibt es also diese Containerized Distros, CoreOS und ähnliches, die machen halt im Linux-Distros, die genau mit dieser Limitierung umgehen können. Da haben wir einige Sauberlösungen, man macht im User-Namespace auch mit Docker. Sie haben letztens gesagt, dass sie bereits daran arbeiten, aber tut sich noch relativ wenig. Wie gesagt, wegen Docker und Co. bekommen Container aktuell einen riesen Hype und werden leider, muss ich sagen, für viele Sachen verwendet, wo man sie überhaupt nicht verwenden sollte. Zum Beispiel auf der LinuxCon Europe hat mir jemand erzählt, ja, es ist so cool, er betreibt in Containers nur noch Programme, denen er nicht traut, das ist zum Beispiel eben Skype, aber er hat die X11-Session vorgeordnet zu sich selber. Wenn du das machst, hast du eh schon verloren. Also zur Erklärung, wenn ihr Programm meine X-Session gebe, kann das Programm auf mein X-Window machen, was es will. Es kann sämtliche Eingaben abfangen, es kann mitlesen, alles. Und da, wenn du Skype nicht vertraust, startet es einfach nicht. Also. Und ja, es ist so. Na, dafür sind die Container einfach nicht gemacht. Und was eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so bekannt ist, und das erste Blick gar nicht so sichtbar ist. Viele gehen jetzt her und machen sich ein Linux-System und installieren rein ihre tolle Anwendung, PHP, MySQL und Co. Machen dann davon ein Docker-Image, das wird dann umgebaut und wiederverwendet und die liefern dann nur noch ihre Anwendung aus als Docker-Image. Das heißt, sie liefern aus ein komplettes Linux-System. Was wieder dazu führt, dass eigentlich alles sehr fragmentiert. Weil da kann man nachher hin zu dem System, was wir jetzt haben, unter Windows, jede Anwendung bringt mit einen Haufen DLLs, die es bereits schon gibt, aber in der Version passen müssen. Weil jetzt bekommst du ein ganzes Root-FS, du sollst starten mit Abhängigkeiten. Und das kann dazu führen, dass in der Linux sehr fragmentieren. Habe ich geschrieben, ja. Und da bin ich selber drauf reingefallen. Du gehst her, baust dir eine tolle Infrastruktur mit voll vielen Apache-Servern und PHP und hast plötzlich 200 Container. Dann jeden gefühlten dritten Tag muss halt PHP patchen und das dann halt in 200 Containern. Weil sonst hast du halt nur dann einen großen Webserver, machst da plötzlich, machst halt eben sehr viel Overhead, weil du gedacht hast, ich kann es mit Containern abstrahieren, aber dann hast du eigentlich doch Linux, die auch eben warten musst. Da kannst du anfangen mit Puppet und Co., was auch nicht immer Spaß macht. Gibt es Fragen soweit? Alles klar? Sehr schön. Nun, das System.de. Da sind ja die Meinungen sehr geteilt drüber. Also, ich bin aktuell mäßig neutral, aber kann sich schon ändern. Nein, ganz im Ernst. System.D hat eine Abhängigkeit, die ist ziemlich übel. Und zwar, System.D setzt voraus, dass er die Kontrollgruppen verwalten darf oder muss. Klingt einmal ganz okay, aber
da wir für die Kontrollgruppen noch keinen Namespace haben, nimmt es dann einen der SystemD sehr übel, wenn er plötzlich im Container die Kontrollgruppen nicht mehr verwalten darf. Ich kann zwar die Kontrollgruppen-Subhierarchie reinmounten mit einem Bindmount, dann sind die Kontrollgruppen vorhanden, aber er kann es nicht managen, weil er nämlich kein Root ist von außen. Man kann hinbiegen, wenn man den User-Namespace nicht verwendet, dann geht es sogar, weil das macht zum Beispiel der SystemD NS-Spawn. Wenn du aber SystemD mit einem User-Namespace verwenden willst, dann wird es echt grausam. Ich habe das die Folie gemacht vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr war die libwirt.lxc das einzige, wo man ein SystemD gestartet hat mit einem User-Namespace. Und jetzt alle, weil ich das eben selber mit dem Gen gebastelt habe und seitdem kenne ich SystemD besser als mir lieb ist. Und jetzt sagen wir, der Standard-SystemD geht her und dort die Services so einschränken, dass sie nichts Übles machen können. Das ist im Grunde sehr gut, zum Beispiel er geht her und tut die Out-of-Memory-Score anpassen. Er geht her und tut Capabilities droppen, ist auch okay, nur das kann er im Container nicht machen. Zum Beispiel bei der OM-Score sagt man, das ist eine fundamentale Eigenschaft, die darf nur der Host ändern. Zur Erklärung, OM-Score heißt, wenn der Kernel sieht, ihm geht der Speicher aus, dann fängt er an, Prozesse abschießen. Und mit der OM-Score kann ich nur sagen, wie wichtig ist ein Prozess. Dass der Kernel vielleicht nicht gleich den Init-Prozess abschießt, wenn er keine RAM mehr hat, sondern in doofen BHB. Ja, also wenn man zum ersten Mal SystemD startet im Container, dann fliegen einmal viele Fehlermeldungen um die Ohren, weil er viel machen will, was er eigentlich nicht machen darf. Dann muss halt die Service-Files updaten, halt Service-Files bearbeiten. Das geht eigentlich gut, außer wenn die Distribution den SystemD schlecht verbaut hat. Weil dann kann nämlich beim nächsten Distro-Update das Service-File wieder überschrieben werden. Da habe ich aber Bugs gefunden im OpenSUSE, glaube ich, weil du hast ja bei SystemD eine Hierarchie von Service-Files und die haben bei einem Update eine überschrieben, muss eine nicht überschreiben, haben darauf. Oh. Ja. Die Lösung wäre Control Group Namespaces. Da gibt es schon Batche, aber das braucht nur Zeit, weil die sind in eher schlechtem Zustand. Aber ich hoffe, die kommen bald mal. Dann könnte man einige SystemD-Distros im Container leichter betreiben, weil das ist eigentlich der Grund, warum aktuell die meisten Hoster die Virtualisierung mit Containern anbieten. Auf Basis des LXC nur Debian fahren. Oder Ubuntu mit einem Upstart, wobei Upstart soll auch gehen, aber Red Hat und SUSE werden schwierig, die von SystemD. Und mit Debian 8 wird es wieder übler werden. Aber wird halt besser. Ja, oder zum Beispiel so Dinge, an die man auch nicht sofort denkt. Die Massenhoster gehen immer her und geben jedem Container ein eigenes Block-Device. Die haben halt ein Cav-Cluster und geben halt jedem Container so ein Cav-Block-Device als RootFS. Geht halt los, da hast du halt pro Host mehrere tausend laufen. Dann macht einer Sync. Sync heißt, hey Kernel, bitte schreib alle Buffer raus von allen Blockgeräten. Und dann fragt sich der Admin, warum die Kiste der nächsten 5 Minuten steht. Das ist das Problem. Das wird aktuell so gelöst, dass man einfach Sync im Container komplett verbietet. Den Kernel patchen, es ist noch nicht Mainline. Die Serverlösung ist ein Pro-Block-Device-Control-Group-Write-Back. Weil wenn du nämlich Sync machst, dann löst das nämlich im Kernel Write-Back aus, also die Daten zurückschreiben. Und da ist jetzt eine folgende Idee, dass man bei so einem Sync nur die Daten zurückschreibt, die auch in seine Kontrollgruppe passen. Aber die Batcher brauchen auch noch etwas. Und was aktuell auch noch sehr heftig diskutiert wird, ob ein Container so ausschauen soll, wie halt das normale Linux oder nicht. Zum Beispiel, wo soll Uptime zurückgeben? Soll es zurückschreiben, wie lange fährt der Host-Kernel schon oder wie lange läuft mein Init? Da sagen viele Leute, nein, Container ist ein Container. Dann sagen, nein, das muss so ausschauen, wie halt wie echtes Linux und ja, ich weiß, viele Massenhoster batchen Uptime so, dass er halt Uptime schaut, wie lange läuft Init. Da gibt es ganz viele furchtbare Batche und je nachdem. Und natürlich, wo es man gewöhnt ist von KVM und Xen, man kann wunderbar live migrieren von Host
A nach aus B. Das wird dann bei Containern sehr schwierig. Es gibt zwar dieses Projekt von Parallels, das Checkpoint Restore Instance Space, dass man nämlich Prozesse einfrieren kann und wieder woanders eben starten kann. Aber das es ist eine echt coole Idee, aber ich glaube nicht, dass ich es alles abdecken kann immer. Weil zum Beispiel Checkpoint Restore geht zum Beispiel bei keinem Prozess, der gerade B-Trace verwendet. Das heißt, wenn ich dann einen Container habe, start drinnen eine Debugger-Session, dann ist das Ding nicht mehr migrierbar. Und ja, es wird sich noch zeigen. Aber Parallels setzt da sehr viel drauf, weil die wollen das für Massenhosting haben, aber ich bin da anderer Meinung. So, aber ich schimpfe seit einer halben Stunde, aber eigentlich sind Container sehr cool. Nein, es geht darum, dass man wirklich versteht, wozu Container. Wenn ich jetzt hergehen will und sage, okay, ich habe jetzt da mein Host, da bin ich Admin, aber ich würde gerne meine Anwendungen logisch trennen. Dann habe ich da einen Container für meine Ruby-Anwendungen, einen Container für mein PHP-Zeug oder am besten drei Container. Und dann kann man das alles schön separieren und toll. Das geht echt super und macht Spaß. Nur, was das Problem ist, viele Leute denken, man kann mit Containern gar alles erschlagen. Im Beispiel Skype nicht vertrauen, okay, Skype rein in Container. Das ist eine schlechte Idee. Oder wirklich jede Anwendung containerisieren. Zum Beispiel, mir hat auch jemand mal erzählt, ja, Container sind so cool. Er hat nämlich drinnen im Container hat er nämlich sein KVM-Image. Und wenn er den Container booten tut, tut er nämlich drinnen dann im Q-Image starten, weil es ist ja feiner als Docker-File, als wieder einfach die KVM-Config-Files mitziehen. Und dann dachte ich, was? Ja. Ich habe euch gemeint, warum man den Frontal-File nimmt, aber ich meine, es ist uncool. Aber. Ja. Das wäre es von meiner Seite. Gibt es Fragen, Anregungen? Wollt ihr irgendwas genauer wissen oder habe ich was schlecht erklärt? Bitte. Gibt es aktuelle so Messungen zu Performance von C-Groups? Also wenn man alles anfängt zu limitieren, RAM, was hat das für einen Impact? Also groß, klein? Gibt's eher klein. Die Kontrollgruppen haben eher den Nachteil, dass sie im Kernel den Source Code ziemlich komplex machen, weil halt an jeder Ecke die Kontrollgruppe hängt. Aber sonst, der Overhead ist nicht so groß. Also, ich sag so, du wirst es sogar ziemlich schwer tun, den rauszumessen. Du musst echt ganz genau wissen, wo suchen musst. Also, weil zum Beispiel die Kontrollgruppen sind eh immer per Default eingeschalten. Und wenn du den Controller reinhängst, zum Beispiel zum Speicher limitieren, ist es minimal. Also, da würde man kaum Sorgen machen. Ja, bitte. Kannst du irgendwas zu LXCFS sagen? Ja, LXCFS, es ist eben der Versuch, mit dem Kontrollgruppenproblem umzugehen, weil die implementieren ja ein Fuse-File-System, was so irgendwie tut wie die Kontrollgruppen. Nach meiner Meinung ist es nur ein Hack, geht mäßig und bisher schlecht. Die saubere Lösung wäre wirklich Kontrollgruppe Namespaces. Weil das Problem ist ja, wenn du nämlich in Container das LXCFS reinmountest, musst du es machen im Container. Das heißt, ich kann es auch wieder wegmounten. Das heißt, selbe Schmäh hat da die libwirt gemacht, und zwar die mounten nämlich über procmem-info so ein simples Fuse-File, was nämlich nicht zeigt, wie viel Speicher habe ich frei am Host, sondern wie viel Speicher verbraucht von meiner Memory-Controller-Gruppe. Ja, ich finde, es ist nicht richtig der saubere Weg, aber Ubuntu ist der Meinung, es geht nur so und ja, sollen sie. Ja, ist so. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich. Und sonst, wenn wer was genauer wissen will, haut mich mal an, ich bin bis abends da. Danke. Ich jetzt nochmal das CPU-Set, da kann ich nämlich angeben, ein Set von Prozessoren und ich kann auch angeben, wie sie den auch eben nach der Priorität aufteilen müssen. Nein, weil es ist der Schmäh ist folgendes, dass du dann nämlich mehrere CPU-Sets stallen tust.
Und zwar, du sagst schon, ja, der hat seit uns, aber seit uns ist bereits voll oft vergeben. Und dann macht der nämlich da einen Grand Rabbi drinnen. Ja, das läuft, man muss gleich sagen, im Kernel sort in der Docker unter CPU-Bandwidth.